Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir befinden uns heute mal in der Mechanik und unser Thema lautet Bewegungsarten und Bewegungsformen. Eine Wiederholung. Wir lernen heute, was eine Bewegung ist, welche Bewegungsarten und Bewegungsformen es gibt und wie die dazugehörigen ST-Diagramme, VT-Diagramme und Formeln aussehen. Ein Körper bewegt sich, wenn er in dem Bezugssystem, in dem er beobachtet wird, seinen Ort x, oft wird auch s dafür verwendet, während einer Zeit t ändert. Die Geschwindigkeit v ist definiert als der zurückgelegte Weg x durch die dafür benötigte Zeit t. Sie gibt an, wie schnell sich der Körper bewegt. Die Beschleunigung a ist die Änderung der Geschwindigkeit v mit der Zeit t und gibt an, wie schnell er seine Geschwindigkeit ändert. Diese beiden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com